muss den Enthusiasmus ein bisschen bremsen. Also was wir machen, ist eine Studie mit L-Citrullin bei Postpolio. Wir haben noch keine Behandlung. Eine Studie ist dazu da, um nachzuweisen, dass das, was wir hoffen und glauben, auch wirklich wirksam ist. Also es geht erstmal, wir sind noch nicht ganz so weit, aber wir haben ganz gute Daten aus anderen Krankheiten und wir möchten das gerne auf andere Krankheiten, wie zum Beispiel jetzt das Postpolio-Syndrom, übertragen. Und das möchte ich Ihnen eigentlich zeigen. Es wird in dem Vortrag ganz kurze Einleitung gehen. Es geht um Energiestoffwechsel. Wie kommt der Muskel zur Energie? Wie kann man das irgendwie beeinflussen? Wie kann man das eventuell stimulieren? Dass Muskelzellen, aber auch Nervenzellen, im Prinzip ist der Mechanismus, der Stoffwechsel sehr ähnlich. Wie kann man das vielleicht beeinflussen mit einfachen Mitteln? Ich meine, wir sind jetzt nicht eine große Pharmafirma, aber trotzdem dürfen wir uns überlegen, was kann man unseren Patienten Gutes tun? Und was haben wir versucht? Und ich werde unsere eigenen Studien eigentlich vorstellen bei Muskeldystrophie Duchenne. Das ist ja die häufigste Muskelschwunderkrankung bei Kindern, wo im Muskel selber die Zellen kaputt gehen. Und da haben wir eben mit Citrullin gearbeitet. Und dann werde ich Ihnen ganz kurz vorstellen, wie jetzt diese Studie in Basel aussieht und wie weit wir bisher gekommen sind. Ja, nur ganz kurze Sache. Also so eine Studie ist eine ganz, gar nicht so eine einfache Sache. Eigentlich geht das schon fast 2, 3, 4 Jahre, wenn man von der Planung bis zur Durchführung und Analyse geht. Man muss eine Menge Geld organisieren, man braucht unheimlich viele Dokumente für die Zulassungsbehörden, für die Ethikkommission, man muss die Medikamente entsprechend in Pharmaqualität bekommen. Man kann jetzt nicht Nahrungsergänzungsmittel nehmen wie L-Carnitin, was Sie überall kaufen können und bei Amazon bestellen können. Das dürfen wir alles nicht verwenden. Wir müssen da wirklich die Qualität garantieren und manchmal kommt das dann aus Japan in die Schweiz über verschiedene Zwischenhändler. Das muss auch alles organisiert werden. Und dann ist immer ganz wichtig, wo kommen die Patienten her? Da sind wir eigentlich ganz gut in der Schweiz vernetzt. Bisher bei den Krankheiten hatten wir eigentlich auch dann bei Duchenne Patienten aus Deutschland, Österreich, Frankreich. Und es gibt so ein paar Dinge, auf die ich jetzt nicht eingehen werde, die unser Leben sehr einfach oder aber auch schwierig machen. Ich würde gerne mal jetzt zum Energiestoffwechsel im Muskel oder überhaupt in Zellen eingehen. Wirklich sehr einfach. Sie alle wissen, dass wir Eiweiße, Fette, Kohlenhydrate verbrennen können. Und das, was schlussendlich in der Zelle, in der Muskelzelle, aber auch in der Nervenzelle quasi als Botenstoff oder als Energieträger zur Verfügung steht, ist das sogenannte ATP. Das ist der Stoff, aus dem die Zelle dann wirklich, den sie verwenden kann sozusagen, um die Prozesse am Gang zu halten, die notwendig sind. Und wenn man sich das hier nochmal ankommt, dann kommen die ganzen Nährstoffe zusammen mit Sauerstoff aus dem Blut in die Zellen und werden dann schlussendlich in den sogenannten Kraftwerken der Zellen, in diesen Mitochondrien, zu diesem ATP. In den Mitochondrien findet die ganze Geschichte statt. Und das heißt, unser Ansatz war so ein bisschen, was können wir dann eigentlich tun, um diese Mitochondrienfunktion zu verbessern? Da gibt es ganz viel Literatur dazu, da gibt es ganz viele Dinge, aber es gibt doch ein, zwei mehr oder weniger Botenstoffe, die stimulieren, dass man mehr Mitochondrien macht. Und schlussendlich gibt es da, ich zeige Ihnen mal zwei, ein Botenstoff ist sogenannte AMPK, über verschiedene Zwischenschritte brauchen wir nicht groß eingehen, und das andere ist NO, Stickstoffmonoxid. Beide können schlussendlich, wenn die Konzentrationen erhöht sind, dazu führen, dass die Mitochondrien teilweise besser arbeiten, aber vor allen Dingen ist das ein Reiz, dass die Mitochondrien mehr werden und damit mehr Potenzial haben, mehr ATP zu produzieren und der Zelle, der Muskelzelle zum Beispiel, mehr Energie zur Verfügung zu stellen. Ich komme kurz zum AMPK, das war dieser eine Botenstoff. Das ist eigentlich ein Energieträger. Wenn Sie diese ATP verbrauchen, wenn die Zelle ATP braucht, entsteht indirekt AMPK, phosphoryliertes AMPK. Das ist also quasi wie so ein Sensor in der Zelle, dass zu wenig Energie da ist. Also wenn Sie jetzt hungern oder Muskelsport machen, dann gehen die Energie runter und dann entsteht AMPK. Und als Folge schützt die Zelle sich, indem sie stark energieverbrauchende Prozesse stoppt. Also die wird jetzt nicht irgendwelche Muskeleiweiße aufbauen, die sie für die Struktur braucht. Und gleichzeitig wird sie dazu sich sozusagen helfen, um mehr Energie in den Muskel zu bekommen. Also man weiß, dass wenn AMPK steigt, die Glukosetransporter schneller arbeiten, also die Zucker aus dem Blut entnehmen, in den Muskel führen. Es wird dann auch irgendwann die Fettverbrennung gesteigert, weil Fett macht viel mehr ATP als Glukose und Zucker.
Und irgendwann führt dieses AMPK auch dazu, dass man mehr Mitochondrien hat, wenn das ein Dauerzustand wird. Es gibt ein Medikament, das ist immer noch die Erstbehandlungslinie für Zuckerkranke seit 40 Jahren, die dazu führt, ganz kompliziert, dass das ist Metformin, das in der Leber wahrscheinlich diese AMPK-Bildung stimuliert wird und als Folge die Leber nicht mehr Zucker produziert, wenn wir hungern. Und dann haben wir weniger Zucker und das senkt den Blutzuckerspiegel, das ist erwünscht. Aber es führt auch sekundär an anderen Zellen wie den Muskeln dazu, dass die jetzt noch mehr Zucker aus dem Blut entfernen und dass die aber auch irgendwie in Energiemangel kommen und dann auch mehr AMPK haben und schlussendlich auch mehr Mitochondrien haben. Also diese Kraftwerke mehr herstellen, wenn man das langfristig gibt. Und das andere ist NO, habe ich Ihnen gesagt. NO, dieses Stickstoffmonoxid, entsteht eigentlich dann, wenn wir einen Sauerstoffmangel haben. Also auch wenn wir Sport oder Energie verbrauchen, entsteht mehr NO. Und auch dieses NO führt dazu, dass die Zelle weniger energieverbrauchende Prozesse erstmal stoppt oder vermindert und gleichzeitig gehen die Gefäße auf. Wir können wieder mehr Nährstoffe, mehr Sauerstoff in die Zelle bekommen, die Durchblutung wird verbessert. Aber auch da ist es so, wenn langfristig mehr NO da ist und mehr Konzentrationen vom NO da sind, wird die Zelle beginnen, diese Kraftwerke, die ATP produzieren, diese Mitochondrien mehr aufzubauen, damit man das auch wieder kompensieren kann. Das heißt, unsere Idee war so ein bisschen, was können wir tun bei unseren Patienten mit muskulären Erkrankungen, einfach um mehr ATP zu produzieren, mehr Energie den Zellen zur Verfügung zu stellen, um dadurch vielleicht die Ausdauer zu verbessern, aber auch Regenerationsvorgänge, die ja bei Muskelschwunderkrankungen eine wichtige Rolle spielen, einfach zu verbessern. So dass wir uns überlegt haben, was können wir tun mit einfachen Mitteln, um mehr NO oder mehr AMPK den Patienten zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie jetzt nochmal zum NO gehen, das ist eine ziemlich komplizierte Geschichte. Woraus entsteht eigentlich dieses NO? Das entsteht aus Arginin, also im Muskel zum Beispiel. So, gut, das war so der Anfang von unserer ganzen Forschung. Wir haben Patienten mit Arginin behandelt. Aber wenn man später nochmal guckt, Arginin, wenn Sie das geben, es ist normale Aminosäure, normaler Eiweißbestandteil, natürlicher Bestandteil, der wird aber teilweise eben in der Leber schon, wenn man den über den Darm aufnimmt, eliminiert. Und es entsteht gar nicht so viel NO, wie man sich das wünscht. Und später haben wir mitbekommen und auch die Literatur gelesen, dass das alles noch viel komplizierter ist. Wenn Sie die gleiche Menge Citrullin, was in der Niere zu Arginin wird, geben, wie Arginin, dann kriegen Sie viel mehr Arginin nachher in Blutkonzentration, viel mehr NO. Da gibt es viele interessante Daten. Das heißt, man kann eigentlich Citrullin geben als Vorstufe vom Arginin. Und das Arginin ist dann die Vorstufe, die dann im Gewebe, wie beispielsweise dem Muskel oder auch in den Nervenzellen, zu NO wird. Citrullin ist eine ganz normale Aminosäure, also Aminosäuren sind natürliche Bestandteile von Eiweißen. Es wird eben nicht in der Leber abgebaut. Sie können fast 15 Gramm auf einmal nehmen, da gibt es Studien, ohne dass irgendwelche Nebenwirkungen beobachtet worden sind an Gesunden, weil wenn sie zu viel aufnehmen, über die Niere alles wieder ausgeschieden wird. In der Niere wird aber das, was vorhanden ist und die Kapazität ausreicht, zu Arginin verstoffwechselt und dann im Muskel eben zu NO und das kann eben dann langfristig einen Reiz bilden, um mehr ATP zu produzieren und könnte, und es ist nachgewiesen an einzelnen Studien, aber da ist die Evidenz eben nicht so Doppelblindstudie, wie wir es uns eigentlich immer wünschen, aber es ist beschrieben worden bei Sportlern, dass die Ausdauer zunimmt, die Müdigkeit abnimmt in der Muskulatur und Citrullin hat auch einen ganz interessanten Effekt, und das sind ziemlich gute Daten an Tiermodellen, dass wenn sie, selbst wenn sie hungern, mehr Muskelmasse bekommen. Das ist ein ziemlich phänomenales, würde ich mal sagen, Befund. Da gibt es eine große Forschungsgruppe in Frankreich, die da zahlreiche Arbeiten zu publiziert hat. Das geht irgendwie so ein bisschen unter im großen wissenschaftlichen, neue Gentherapie und so weiter. Aber das ist eigentlich ein fantastischer Befund, finde ich, wo wir mal weiter drüber nachdenken sollten. Gut, NO hat eben auch, und das kommt auf diesem Dia kurz, wenn Sie den Muskel beanspruchen, wenn Sie trainieren, ob Sie Physiotherapie machen oder Kraftsportler sind, irgendwann wachsen die Muskeln oder verbessern sich. Beim Postpolio ist das ein bisschen, muss man mit Vorsicht genießen, aber grundsätzlich ist immer dann auch diese NO-Synthase, das ist das Enzym, was aus diesem Arginin NO macht, beteiligt und ohne dem geht es nicht, dass irgendwie die Muskeln wachsen.
Das heißt, dieses NO spielt auch beim Muskelwachstum eine gewisse Rolle. Und dann gibt es eben die Krankheit, mit der wir uns am meisten beschäftigt haben. Das ist jetzt ein Schnitt durch die Muskelzelle. Das wäre jetzt hier die Muskelzelle, das ist außen und das ist innen. Und die häufigste Muskelkrankheit ist ja diese Muskelschwunderkrankung Duchenne und da fehlt dieses Eiweißdystrophin. Und interessanterweise ist direkt an diesem Dystrophin dieses Enzym, diese NO-Synthase, die aus Arginin NO macht. Und bei Patienten mit dieser Muskelschwunderkrankung weiß man ganz genau, dass die auch viel zu wenig von diesem NO-Synthase haben und die haben auch viel zu wenig NO. Wenn man ja die NO-Spiegel misst, die haben fast, ja, die haben 4 statt 40, also 90% weniger NO im Blut. Also Patienten mit dieser Erkrankung haben NO-Mangel. So, und das war eben unsere Idee. Wir versuchen, die Vorstufen von NO zu geben. Initial haben wir mit Arginin gearbeitet, später dann aufgrund der Daten, die ich Ihnen gezeigt habe, mit Citrullin. Und man weiß auch, dass dieses AMPK und dieses Metformin auch die NO-Synthase stimulieren kann. Also wir haben überlegt, wir geben die Vorstufen von NO und wir geben die sozusagen geben Medikament, was dieses Enzym, was aus Arginin NO macht, schneller arbeiten zu lassen. Wir geben also so einen Stimulator für dieses Enzym. Und das war so die Idee, mit Metformin und Arginin zunächst zu arbeiten und haben gehofft, dass dann die Muskelfunktion sich verbessert bei diesen Kindern. Also die Idee ist, Duchenne, weniger NO-Synthase, zu wenig NO. Wir geben einerseits, das ist Duchenne sozusagen, alles weniger und wir würden eben dann das Arginin geben und NO stimulieren. Und haben dann einfach mal ganz, ganz einfach begonnen. Wir haben einfach mal 5 Kinder genommen, die diese Erkrankung haben, haben sie für 4 Wochen behandelt und haben im Prinzip vorher und nachher Muskelproben entnommen und haben die Mitochondrien analysiert. Also haben geguckt, wie viel von diesen Mitochondrien sind denn da im Prinzip? Wie viele NO-Marker sind da? Und wir haben die auch klinisch untersucht, ob die sich besser bewegen und besser die Funktion, Muskelfunktion, ob die sich verbessert hat oder verschlechtert hat. Das war eine ganz kleine Studie erstmal. Wir haben zuerst, hier sehen Sie eine Abbildung, schauen Sie auf die rechte Seite, C sind die Kontrollen und dann ist Vor- und Nachbehandlung jeweils. Das ist ein Marker für NO, ein indirekter Marker und wir haben gesehen, dass die Kinder auch weniger von diesem Marker hatten, Vorbehandlung, nachher hat es deutlich zugenommen. Hier sehen Sie die einzelnen Veränderungen der einzelnen Patienten, die wir analysieren konnten. Das heißt, wir hatten doch den Nachweis, dass wir in diesen Muskelproben nachher mehr NO hatten. Und die nächsten Marker, die wir analysiert haben, waren diese Mitochondrienkomplexe oder Mitochondrieneiweiße. Und Sie sehen hier doch eine deutliche Minderung der Patienten mit Duchenne auch von Mitochondrien und nach der Behandlung eine Zunahme. Das sind hier 4 verschiedene Mitochondrienkomplexe, die wir analysiert haben. Alle haben eigentlich im Durchschnitt zugenommen. Hier gibt es einen Patienten, der bei einem ein bisschen ab, aber die Durchschnittswerte zeigen doch eine deutliche Zunahme. Und wir haben dann auch, das können wir überspringen, mal analysiert, was verbrennen die Kinder denn, welche Energiestoffe benutzen die denn? Da gibt es so eine Kalorimetrie, da muss man einfach die Atemluft ausatmen und dann kann man analysieren, welche Energieträger verbrennen die denn. Was man hier sieht, der Energieverbrauch in Ruhe ist erstmal zurückgegangen bei den Kindern. Und die haben alle viel mehr Fett verbrannt und viel mehr Zucker. Also wir haben durch die Behandlung nicht nur irgendwie mehr Mitochondrien wohl im Muskel, sondern wir haben auch in den Stoffwechsel und die Verbrennung umgestellt. Und was ich am Anfang schon mal gesagt habe, wenn Sie Fett verbrennen, kommt mehr ATP raus. Es ist viel effizienter oder viel ergiebiger, als wenn Sie Zucker und Kohlenhydrate verbrennen. Das heißt, das sollte doch eigentlich einen positiven Effekt haben. Und wir haben eben auch diese physiotherapeutischen klinischen Scores für die Muskelfunktion, das sind so Übungen, sie müssen Treppen steigen, müssen auf den Stuhl aufstehen, müssen aus Rückenlage aufstehen und hier sehen Sie, dass sie sich eigentlich verbessert haben, also zumindest 4 von den 5 Patienten haben sich deutlich verbessert. Sodass wir gesagt haben, okay, dieser Ansatz müsste eigentlich funktionieren und wir müssen jetzt schauen, dass wir das eben in einer größeren Studie durchführen und quasi beweisen, dass wir mit unserer Behandlung mehr NO haben, verbesserte oder mehr Mitochondrien, verbesserten Stoffwechsel und eine Verbesserung der klinischen Funktionsfähigkeit. So, und das war dann der ausschlaggebende Punkt, dass wir gesagt haben, naja, das waren ja nur 5 Patienten, wir hatten kein Scheinmedikament, wir müssen jetzt so eine richtige systematische oder wie gesagt wissenschaftliche Studie machen, wo man eben auch Scheinmedikamente gibt, möglichst viel Patienten, möglichst lange behandeln und dann schauen, ob das, was wir machen, sinnvoll ist.
Und ja, wir haben dann eben wieder Patienten mit Duchenne genommen, die sollten alle noch gehen, die sind also 7 bis 10 Jahre alt, mussten mindestens 150 Meter gehen in diesen 6 Minuten Gehtest. Und dann haben wir eben die Hälfte der Patienten sollte Citrullin und Metformin bekommen, also jetzt Citrullin statt Arginin, und die andere Hälfte eben Scheinmedikament, weil nur dann ist es wirklich bewiesen, dass wenn die Behandlung besser ist als Scheinmedikament, dass das nicht ein Placebo-Effekt ist. Die Patienten einfach, weil sie an der Studie teilnehmen, besser werden, dann ist das eben nicht ein echter Effekt. Und dann kann eben auch ein Scheineffekt sein, um das sozusagen zu belegen oder auszuschließen. Muss man eben immer die Hälfte der Patienten mit Scheinmedikamenten behandeln und dann schauen, ist da ein Unterschied zwischen der behandelten und der nicht behandelten Gruppe. Wir haben das über ungefähr ein halbes Jahr gemacht, 26 Wochen. Endpunkt ist ein ganz kritischer Punkt, wie messen Sie eigentlich, dass das, was Sie machen, sinnvoll ist? Und es gibt viele Gründe, warum Studien scheitern. Meistens ein Grund ist, dass man zu wenig Patienten bekommt. Ein anderer Punkt ist, dass die Ansätze vielleicht richtig sind, aber sie an der falschen Ecke messen. Und dann gibt es eben auch Auflagen, wenn sie irgendwann so weit kommen, dass ihr Ansatz vielleicht mal eine Chance hat, auch als Medikament zugelassen zu werden. Dann gibt es die Zulassungsbehörden. In Deutschland ist das BfArM, mittlerweile gibt es aber eigentlich die EMA, also die Europäische Medicinal Agency. Da muss der Endpunkt bei diesen muskulären Erkrankungen auch immer klinisch sinnvoll sein. Ich kann jetzt nicht zeigen, zum Beispiel, ich mache ein MRI und sehe, dass ich einfach mehr Muskeln habe, sondern sagen sie, nee, der muss auch besser gehen, der muss mehr Kraft haben. Es muss immer ein klinisch sinnvoller Endpunkt sein. Und das ist manchmal ziemlich kompliziert, aber wir haben einen ganz guten, ich sag mal, Physioscore, der mal in Frankreich entwickelt worden ist. Da sind 32 verschiedene Übungen, wo es Punkte gibt, und ich finde, der ist ziemlich gut. Und der ist bei diesen Duchenne-Kindern, die noch gehen, fällt er innerhalb von einem halben Jahr ziemlich schnell ab. Das heißt, wenn sie einen Effekt auf die Krankheit haben, dann sollten sie das verlangsamen können. Und wir haben dann natürlich auch noch andere Endpunkte, auch Muskelfunktions, da gibt es einen Gesamtscore, dann gibt es noch Gehstrecken, Muskelkraft haben wir gemessen. Wir haben auch im MRI, also im Kernspintomographie, der Muskulatur durchgeführt und haben quasi gemessen, wie viel Muskel geht verloren. Bei diesen Muskelschwunderkrankungen geht das manchmal ganz schön schnell. Bei Duchenne, da wird pro Jahr teilweise 10% des Muskels in Fett umgewandelt und abgebaut und funktioniert nicht mehr. Und wir haben dann noch ganze Menge Blutanalysen gemacht. Das ist dann, ja, wir haben im Prinzip halb und halb, die eine Hälfte hat Scheinmedikament bekommen, alle haben mitgemacht, keiner ist quasi rausgefallen, weil er keine Lust mehr hatte oder Nebenwirkungen hatte, das ist auch immer ganz wichtig. Das heißt, unsere Medikamente sind auch ziemlich sicher gewesen. Wir haben also es gibt ja manchmal Studien in der Onkologie, Krebstherapie, wo die Patienten gar nicht mehr mitmachen wollen. Das ist ziemlich, also es gab ein paar Kinder, die hatten ein bisschen Durchfall, das kommt von diesen Metformin, von diesem Diabetes-Medikament so in den ersten Tagen. Aber so nach einer Woche ist das eigentlich kein Problem mehr. Oder aber, wenn man dieses Medikament eine halbe Stunde vom Essen nimmt. So, kommen wir mal zu den Ergebnissen. Sie sehen hier 2 Linien. Das ist unser primärer Endpunkt, dieser Physioscore D1. Und Sie sehen hier die Patienten mit den Medikamenten, die wären schlechter um etwa 2 bis 3% oder hier dann 4% nach 26 Wochen. Und Sie sehen, die Placebo haben, die sind deutlich viel schlechter geworden. Das ist schon mal erfreulich, dass unsere Patienten, die das Medikament bekommen haben, also besser sind. Was nicht ganz erfreulich war, wir haben ganz knapp die statistische Signifikanz verfehlt in der Gesamtgruppe. Also Sie müssen auch immer sagen, das darf nicht Zufall sein. Das heißt, Sie brauchen immer so einen P-Wert von 0,05. Wir sind nicht ganz rangekommen. Wenn man sich das anguckt, muss man sagen, wahrscheinlich hätten wir einfach noch ein bisschen länger behandeln müssen, dann hätten wir es geschafft. Aber so ist das eben, wenn man anfängt mit Studien. Wir haben aber auch von vornherein gesagt, wir machen 2 verschiedene Subgruppen. Wenn Sie Kinder haben mit Duchenne, dann hängt es davon ab, die noch laufen, wie viele Meter sie gehen können in diesen 6 Minuten. Wenn sie über 350 Meter noch gehen können, dann sind die noch relativ stabil. Wenn sie unter 350 Meter gehen, dann können die manchmal ganz kurz abkippen. Und die können das Gesamtergebnis manchmal auch ein bisschen verfälschen. Und wir hatten etwa 30, also die stabilere Gruppe, die Mehrzahl der Gruppe waren stabil. Und in dieser Gruppe sehen wir deutlich auch einen signifikanten Benefit, also Nutzen unserer Behandlung.
Also hier ist klar unsere Behandlung überlegen, auch nicht zufallsbedingt. Ich zeige Ihnen das auch nochmal. Hier sehen Sie hier diese Effekte. Der Nutzen wird über die Behandlung 13 Wochen, 26 immer größer. In der stabilen Subgruppe ist er dann eben auch signifikant. In der nicht stabilen wird er auch größer, aber ist nicht signifikant, weil die Streuung so groß ist. Sie haben einfach so viele Ausreißer. Auch in den anderen klinischen Tests, ich will die nicht alle zeigen, war es immer so, dass unsere Behandlung besser war. Auch wenn sie nicht unbedingt in den sekundären Endpunkten, muss ja nicht signifikant sein. Sie sehen hier zum Beispiel die Zeit, die ein Kind mit dieser Erkrankung gebraucht hat, um 10 Meter zu gehen. Und die wird, wenn die Krankheit fortschreitet, eben immer länger. Und die wird auch bei den Behandelten länger. Aber bei denen mit Placebo wird sie noch schneller länger. Also sie werden einfach, die brauchen viel mehr Zeit, die sind einfach schlechter dran, die Placebo, die Scheinmedikamente, also unsere Patienten. Kraftmessung, hatten wir initial eine Zunahme der Kraft bei den Behandelten, während bei den nicht mit den Scheinmedikamenten Behandelten die Kraft abgenommen hat. Das entspricht den Erwartungen und den Kenntnissen. Diese hat aber nicht angehalten, die sind dann auch irgendwann schlechter geworden. Das war auch signifikant, zumindest nach 13 Wochen. Und was wir eben auch gemessen haben, ist eben, wie schnell die Krankheit fortschreitet in der Kernspintomographie, wie viel Muskel quasi verloren geht. Und das war hochsignifikant zugunsten der Behandlung. Also ich glaube, wir haben ganz gute Daten. Das ist alles hier Statistik. Also P von 0,05 ist signifikant. Ich möchte das jetzt Sie nicht langweilen mit so wissenschaftlichen Daten, aber wir haben im Prinzip zeigen können, dass wir zumindest in der stabilen Subgruppe eine signifikante Nutzen hatten bei der Muskelfunktion. Bei allen anderen klinischen Tests war auch die Behandlung besser als die Scheinmedikamentsbehandlung. Wir haben zumindest bei Woche 13 gesehen, dass auch signifikant die Kraft besser war in den behandelten Patienten. Und wir haben in dieser Kernspintomographie signifikante Verlangsamung der Muskeldegeneration gesehen. Also das ist für so eine kleine Gruppe wie wir sind, doch eigentlich ein super Erfolg. Wir haben ein paar Probleme. Ein Problem ist, es gibt ja bei Duchenne so eine Standardbehandlung mit Cortison, die Krankheit verlangsamt. Und das war der einzige Unterschied bei unserer Randomisierung, also Verteilung auf die beiden Gruppen, dass die Patienten, die Scheinmedikamente hatten, 90% von denen hatten eigentlich die Standardbehandlung und bei den anderen nur 50%. Das heißt, unsere Patienten mit Scheinmedikament haben eigentlich von der Standardbehandlung mehr profitiert als die anderen, was zu unseren Ungunsten dann die Ergebnisse vielleicht verfälscht hat und wir deshalb den primären Endpunkt in der ganzen Gesamtgruppe eben vielleicht noch nicht erreicht haben. Das heißt, die Studie war wahrscheinlich insgesamt ein bisschen zu unterpowered, also wir hatten wahrscheinlich zu wenig Patienten oder zu kurz behandelt. Gut, trotzdem machen wir weiter und wir planen jetzt eine größere Studie. Und wir planen eben auch einen Transfer, weil mehr Energie im Muskel oder mehr Energie auch in Nervenzellen, mehr Mitochondrien in Zellen des Körpers, ist nicht spezifisch für Duchenne. Das ist ein Problem von vielen Krankheiten auch. Es ist bei allen diesen neurodegenerativen Erkrankungen, auch ähnlichen Erkrankungen wie Postpolio, spinale Muskelatrophie, ALS, da gibt es ja Gemeinsamkeiten, dass diese Motoneuronzellen kaputt gehen und da wissen wir überall, dass die Mitochondrien nicht funktionieren und also könnte eben auch mehr Mitochondrien dort oder aber auch mehr Mitochondrien, mehr Energie im Muskel bei Erkrankungen wie dem Postpolio von Nutzen sein. Das wissen Sie alle besser als ich, da möchte ich nicht drauf eingehen. Aber das Postpolio-Syndrom war eben für uns dann naheliegend, weil wir auch eben von der entsprechenden Organisation immer unterstützt worden sind, die meinten, wir sollen mal erstmal eine Behandlung, einen Ansatz entwickeln und dann sollen wir auch mal, wenn es geht, versuchen, eine Studie mit Postpolio-Patienten zu machen. So dass das jetzt so weit ist, dass wir diese Studie jetzt geplant haben, vorbereitet haben und jetzt angefangen haben durchzuführen. Ziel wäre jetzt mit der Behandlung mit den Citrullin, dass wir eben mehr Energie im Muskel haben, dass wir mehr wahrscheinlich Ausdauer haben und auch vielleicht die Funktion sich ein bisschen verbessert und dass wir vor allen Dingen aber auch vielleicht den Krankheitsverlauf ein bisschen verlangsamen können. Wir werden wieder ein echtes Design machen, also wir haben wieder randomisiert, das heißt, die werden zufällig aufgeteilt auf beide Gruppen, das heißt blind, wir wissen nicht, wer kriegt das echte Medikament, wer kriegt das Scheinmedikament, wir müssen wieder ein Scheinmedikament geben, wir haben ein 1:1, also die Hälfte Patienten bekommt wieder das Citrullin, die andere Hälfte Placebo. Wir wollen 28 Patienten einschließen
Und die müssen ein Post-Polio-Syndrom haben, also sie kennen die Kriterien nach Halstead. Wichtig ist die erhaltene Gehfähigkeit. Sie dürfen auch mit Gehhilfen gehen, wenn sie mit uns, bei uns teilnehmen wollen, die Patienten. Das heißt, sie dürfen auch Orthesen haben, sie dürfen auch Stöcke haben, sie dürfen nicht im Rollstuhl gehen und sie müssen in diesen 6 Minuten wenigstens 150 Meter gehen können, weil sonst ist das für uns sehr schwierig zu messen, ob die Behandlung sinnvoll ist oder nicht. Insgesamt geht die Studie ein Jahr, 48 Wochen. Die Patienten kommen 5-mal nach Basel. Wir haben gesagt, wir wissen noch nicht so viel, auch in den Publikationen, zu ganz gerade diesen Daten mit Mitochondrienfunktion, Physiozoa, 6 Minuten Gehstrecke, wie entwickelt sich das? Das heißt, die erste Hälfte ist einfach mal nur Beobachtung. Wir kommen die Patienten, wir machen all die Untersuchungen und nach einem halben Jahr kommen sie nochmal, wir machen dasselbe. Wir gucken einfach mal, wie ist der normale Verlauf? Wie verändert sich dieser Muskel-Physio-Score? Wie verändert sich die Gehstrecke? Einfach mal, wenn wir gar nichts machen und gucken, wie verändert sich das MRI? Und dann kommt 24 Wochen Behandlung. Primärer Endpunkt wäre die muskuläre Ausdauer, also die Gehstrecke in 6 Minuten. Deshalb müssen eben die Patienten gehen können. Es ist gar nicht so einfach, beim Post-Polio-Syndrom einen vernünftigen primären Endpunkt zu identifizieren. Diese 6 Minuten Gehstrecke ist bei Kindern mit Duchenne beispielsweise ein ganz schlechter Endpunkt. Aber wir haben auch Patienten mit anderen Muskelschwunderkrankungen, ich sage mal Muskeldystrophie Becker oder spinaler Muskelatrophie, Erwachsene gehabt und die waren über ein halbes Jahr alle sehr stabil. Also das ist eigentlich ein Endpunkt, der nicht so variabel ist. Im Vergleich bei den Kindern, wenn die müde sind, dann laufen die Hälfte, die können das überhaupt nicht verwerten. Aber wir haben das Gefühl, bei erwachsenen Patienten können wir das ganz gut werten. Und wenn die Ausdauer zunimmt, müssen sie vielleicht ein bisschen weiter gehen mit dem Citrullin als ohne. Und wir messen, oh, die sekundären Endpunkte sind jetzt hier nicht oben als Überschrift. Wir messen natürlich aber auch die Muskelfunktion mit unseren muskelphysiotherapeutischen Scores. Wir messen die Kraft. Wir haben jetzt eine neue Methode in der Kernspintomographie, um die ATP-Produktion zu messen. Das heißt, die Patienten liegen im MRI und müssen den Fuß hoch und runter bewegen. Und dann schaut man, wie verändert sich dieses ATP. Und wenn sie irgendwann nach einer Minute oder zwei aufhören, wie schnell steigt das ATP wieder an? Also wie ist wirklich die Mitochondrienfunktion? Wir gucken auch die Muskelverfettung an, also die Muskeldegeneration. Und wir sind noch in Diskussion. Ich habe eine Kollegin, die kann wirklich, die kommt aus der MS-Behandlung und die hat jetzt im Rückenmark wirklich, die kann das quantifizieren, wie, nicht die Anzahl der Rückenmarkszellen, aber die graue Substanz, die kann messen, wie viel das ist und ob das mehr oder weniger wird. Vielleicht schauen wir uns das noch an. Das überlegen wir gerade noch, ob wir das noch zusätzlich machen. Und dann machen wir natürlich Blut- und Biomarker mit einem Aminosäurestoffwechsel. Wie sieht das aus? Also die Patienten kommen zu uns zum Screening, die erste Visite, machen diesen Physiotest, die Gehstrecke und dann entscheiden wir, dürfen sie mitmachen, erfüllen sie alle Kriterien und wenn ja, dürfen sie am nächsten Tag gleich beginnen und dann kommt noch das MRI und die Blutentnahmen hinzu, also die Kernspintomographie und dann beobachten wir und dann kommen sie nochmal und wir machen alle Untersuchungen einfach nochmal nach einem halben Jahr, dann werden sie aufgeteilt auf Placebo-Scheinmedikament. Nach 3 Monaten kommen sie nochmal, wir untersuchen das alles, außer das Kernspin, was machen wir dann am Ende nochmal. So wäre dann der Plan. Aktueller Zwischenstand, wir haben im Juni angefangen mit der Rekrutierung, nachdem wir alle Genehmigungen und alle Medikamente hergestellt hatten. Wir haben jetzt schon, es ging super schnell, wir müssen sagen, auch in der Schweiz sind die Selbsthilfeorganisationen fantastisch organisiert. Wir haben wirklich gedacht, ob wir 20 Patienten kriegen und das ging innerhalb von 2 Wochen, hatten wir genug Interessenten, Wahnsinn. Und jetzt nächste oder übernächste Woche kommen nochmal 4 Patienten, die sind schon eingeplant. Also müssten wir eigentlich alle Patienten jetzt Mitte Oktober spätestens haben. Und dann läuft die Studie eben ein Jahr lang, sodass, wenn alles normal läuft, Mitte Oktober 17 alle Untersuchungen abgeschlossen sind. Und dann dauert es immer ein paar Monate, die Statistiker, ich mache sie verrückt und sie machen mich verrückt. Die müssen dann alles auswerten und vielleicht Ende 17 die Ergebnisse haben, Anfang 18. Und das war das. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein paar neue Ideen gegeben und wir danken immer unseren Patienten. Ohne die können wir gar nichts machen. Wir hoffen, dass wir ihnen was Gutes tun. Wir hoffen, dass wir das beweisen können. Und wir danken immer den Leuten, die uns irgendwie Geld geben. Überall ein bisschen, aber bisher geht's gut. Und wir können das realisieren, was wir uns überlegen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, können wir...